R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire und mit dabei ist heute leider niemand. Ich bin alleine. Es macht aber gar nichts, meine Freunde, denn wir haben einen guten Plan für diese Folge. Heute Abend gibt es natürlich um 19.30 Uhr wieder einen wunderschönen Livestream. Ihr seht es hier unten schon eingeblendet, Leute. Das Twitch-Banner ist wieder am Start. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr heute Abend alle dabei seid. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Heute Abend habe ich auf jeden Fall vor, entweder Mo oder Patrick in Gewahrsam zu nehmen bzw. festzunehmen. Leute, der Haftbefehl ist erstellt worden. Der Richter hat uns alles stattgegeben. Das heißt, wir werden heute Abend unseren großen Zugriff wahrscheinlich planen. Die Mafia-Base auseinandernehmen, mit unserem SWAT-Team eingreifen und dann hoffentlich die Verdächtigen tatsächlich festnehmen. Was ich in der heutigen Folge vorhabe, meine Freunde, ist vielleicht ein wenig hinterfotzig, wenn man das so sagen darf. Und ein wenig dreist vielleicht. Aber Leute, ich habe mir trotzdem gedacht, es ist der einzige Weg letztendlich, um zu verhindern, dass die Leute aus ihrer Basis ausbrechen. Und es ist der einzige Weg, eventuell bevor wir heute Abend schon zugreifen, einen oder einige der Verdächtigen tatsächlich festzunehmen. Dementsprechend, meine Freunde, werden wir jetzt einfach mal ganz kurz in die ehemalige Mafia-Base aufmachen, weil ich ganz genau die Bewegungen in den letzten Tagen da beobachtet habe. Weiß ich aus sicherer Quelle, Leute, dass immer wieder Mafia-Schergen in die Basis zurückkehren. Und diese wollen wir natürlich auch fassen. Dementsprechend, meine Freunde, werden wir jetzt gleich da unten hingehen und einen bereits bestehenden Knopf mit einer Falle verknüpfen, sodass sie quasi, wenn sie dann letztendlich die Base betreten, meine Freunde, in meine Falle tappen und dann auf jeden Fall schon mal festsitzen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall um manche Leute schon mal heute Abend nicht kümmern, was ja generell schon mal gar nicht verkehrt ist. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo geht das hier nochmal runter? Jetzt haben die Affen natürlich hier das Ding zugemacht, Leute. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn wir finden auf jeden Fall einen Weg nach unten, denn ich weiß ja ganz kurz, wo es hier hingeht. Ich muss mal ganz kurz, aua, 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 aua. Okay, vielleicht doch nicht. Ich muss mal ganz kurz schauen, weil das muss hier vorne irgendwo gewesen sein. Wir finden auf jeden Fall einen Weg nach unten. Sonst, wenn nicht, gehen wir einfach hier vorne bei diesem Luftschiffen rein, die sie ja hier offen einfach liegen haben, Leute. Also wir werden auf jeden Fall hier einen Weg reinfinden. Das sollte gar kein Problem sein. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Die Basis ist auf jeden Fall noch da und ich habe immer wieder gesehen, wie hier die Tage noch Leute in den See reingegangen sind und tatsächlich dann von hier aus die Basis betreten haben. Und ich denke mal, dass wir auf jeden Fall irgendwie hier einen Weg hineinfinden werden, Leute. Also sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, okay, okay. Ich merke gerade vielleicht, dass es doch ein Problem sein könnte. Wisst ihr was, meine Freunde? Dann machen wir es jetzt einfach ganz einfach. Wir buddeln es jetzt einfach ganz easy runter und gehen einfach zu Fuß nach unten. Ich mache es jetzt einfach so auf die alte Art und Weise, Leute. Ich möchte auf jeden Fall diese Falle bauen, da ich ja noch weiß, dass die Leute immer noch in ihre Basis zurückkehren. Werden wir auf jeden Fall dann auf die Leute da unten warten, mit unserer ausgeklügelten Fallenkonstruktion, die eigentlich relativ simpel ist zu bauen, Leute. Also ihr könnt das Ganze auf jeden Fall wieder easy nachbauen, das ist gar kein Problem für euch. Da passt mal auf, dann setzen wir hier nämlich ganz kurz mal einen Block hin und gehen jetzt einfach mal straight up nach unten, meine Freunde, und kommen dann quasi schon unten in diesem Tunnelsystem irgendwann an. Und dann können wir nämlich da schon die Falle hinbauen, die natürlich dann dafür sorgen wird, dass dann die ersten Verdächtigen schon bereits quasi eingeknastet sind, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Das ist das Ziel des Ganzen. Natürlich clever von den Affen, dass sie das Ding ja zugebaut haben, aber es wird ihnen letztendlich auch nicht nützen, weil ich werde auf jeden Fall diesen Eingang wieder finden, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass sie sich irgendwie tatsächlich dann doch einen zweiten Eingang irgendwie gebaut haben. Aber ich weiß auf jeden Fall aus zuverlässiger Quelle, dass der Haupteingang, den sie da tatsächlich unten in dieser Höhle haben, immer noch als Eingang genutzt wird. Okay, ich bin jetzt nochmal hier hochgegangen, meine Freunde, und ist mir etwas eingefallen. Und zwar hatte ich ja hier noch den zweiten Eingang bereits selber reingebaut, beziehungsweise habe ich hier quasi eine kleine Treppe reingebaut. Die muss hier auch irgendwo in der Nähe sein, meine Freunde. Das heißt, wir können uns quasi dann da einfach schon mal runter sneaken und ja, genau hier vorne ist es gewesen, Leute. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt den Eingang hier ganz easy finden. Ich habe hier, wie gesagt, beim letzten Mal, als wir nach oben gelaufen sind im Stream, die Treppe nach oben gebaut. Das heißt, wir können es jetzt hier auf jeden Fall ganz easy ranmachen ans Werk. Ich würde sagen, ich werde das gleich mal mit einer Timelapse arbeiten, weil das sonst viel zu aufwendig ist, Leute. Aber ich erkläre euch mal ganz kurz, was ich überhaupt vorhabe. Und zwar hat diese dämliche Mafia ja hier vorne ihren wunderschönen Eingang. Und zwar kennt ihr ja bereits hier dieses Prinzip. Man drückt hier drauf, die Tür öffnet sich ganz easy. Warte mal, da steht irgendwas drauf. Pass auf, was steht hier denn? Legende, Grünwaffenplantage. Achso, ja, die haben jetzt hier eine schöne Karte hingemacht. Juckt mich jetzt gar nicht, juckt mich jetzt gar nicht. Was ich machen möchte, meine Freunde, ist, okay, hier müssen wir aufpassen. Hier ist Redstone. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier drumherum gehen. Ich werde jetzt hingehen, Leute, und hier quasi mit diesem Knopf eine kleine Falle verknüpfen. Ich habe genügend Bedrock dabei, das heißt, wir werden das alles gleich schön hinmachen. Ich denke mal, ich werde den Bedrock einfach gleich offscreen setzen, weil das sonst viel zu lange dauert. Aber was ich jetzt schon mal machen werde, meine Freunde, ist in einer kleinen Timelapse schon mal hier den Tunnel buddeln, den wir letztendlich dann brauchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Anschluss daran einfach wieder. Bis gleich. Aua! Aua, 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 aua. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Das sollte aber eigentlich auch schon tief genug sein. Wenn wir das Ganze hier noch mit Bedrock verkleiden, Leute, dann sollte es auf jeden Fall hinkommen. Also das ist, glaube ich, gar kein Problem. Passt mal auf, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach mal hin und machen das schon mal direkt. Verkleiden das Ganze hier schon mal direkt mit Bedrock. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal soweit geklärt. Dann kann ich mich damit auch einfach nach oben stacken. Und dann passt das easy. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Ende der Timelapse wieder. Yay, ich hab Dias gefunden. Als ob, Leute. Guckt euch das mal an. WTF. Ja, geil, Alter. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ich meine, wenn sie hier gerade so irgendwo rumliegen, warum nicht, wa?
Das passt auf jeden Fall soweit. Wir haben auf jeden Fall schon mal das Loch gebuddelt, wo dann die ganzen Verbrecher reinfallen sollen. Und ich bin mir, wie gesagt, echt ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall keiner rauskommt, Leute. Ich meine, wie soll man auch? Bedrock ist auf jeden Fall, ihr wisst das, Leute, komplett unzerstörbar. Dementsprechend sollten wir da auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal sicher sein. Jetzt habe ich hier oben gerade die Redstone-Schaltung bestätigt. Das darf natürlich keiner mitbekommen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall mal direkt wieder hingehen und das Ganze quasi reparieren. Jetzt geht nämlich hier diese Tür nicht mehr auf und das müssen wir nämlich jetzt mal wieder ändern, Leute. So, hat auf jeden Fall keiner mitbekommen. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin, setzen jetzt hier schon mal die Pistons hin, Leute. Das ist echt super, super, super simple Arbeit hier. Und ich glaube einfach mal, dass damit keiner rechnen wird. Wie gesagt, stellt euch bitte vor, sie kommen quasi in ihre Basis zurück, ja. Sind hier, fühlen sich sicher und dann auf einmal drücken sie auf ihren Knopf und landen in dieser Falle, Leute. Ich habe sogar noch überlegt, einen kleinen Alarm einzubauen, aber letztendlich ist das überhaupt nicht notwendig, denn ich werde Tag und Nacht jetzt quasi bis heute Abend jetzt hier sitzen und warten, kommen diese Verbrecher wieder zurück. Und wenn sie zurückkommen, meine Freunde, dann dauert das wirklich wenige Sekunden und dann sitzen die einfach direkt in der Falle, weil sie werden auf jeden Fall diesen Eingang wählen, weil das ja halt der einzige ist, den sie hier quasi erbaut haben. Zumindest der einzige meines Wissens, meine Freunde. Und ihr könnt mir auf jeden Fall eine Sache glauben, meine Quellenangaben, die sind echt sehr, 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 sehr zuverlässig. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar, Leute, ist das, wie gesagt, super, 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 super simpel. Wenn wir jetzt hier schon draufdrücken, meine Freunde, seht ihr schon, dass quasi dieses Ding ausgefahren ist. Das heißt, wir müssen das Ganze nur mal invertieren, das Signal, Leute. Ist auch gar kein Stress eigentlich. Geht super, super schnell. So, ich würde sagen, wir gehen wieder nach oben, Leute. Und dann können wir uns einfach hingehen und das Ganze so weit verkabeln, wie es denn auch sein muss. So, wir haben ja hier quasi diese wunderschöne Konstruktion. Ich werde jetzt einfach mal diesen Knopf quasi ein wenig entschärfen, sage ich mal. Und dafür sorgen, Leute, dass wenn sie jetzt diesen Knopf drückt, dass sie dann endlich runterfallen. So, passt mal auf. Ich habe mir das folgenderweise überlegt. Ich muss mir hier ganz kurz nochmal, wisst ihr was, ich lege mal hier ganz kurz was drüber. Ich packe hier mal ganz kurz eine kleine Ebene drüber, weil ich sonst einfach immer wieder da runterfallen. Da habe ich jetzt wenig Interesse dran, Leute. Ich schnapp mir mal hier ganz kurz hier vorne die Fackel, die wir haben und setze hier mal etwas hin, damit das hier auf jeden Fall ein wenig besser ausgeleuchtet ist. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach mal hin und holen uns einfach nochmal ein bisschen mehr von diesen wunderschönen Steinen. Ich zeige euch ganz kurz, wie ich mir das vorgestellt habe, Leute. Und zwar ist es echt super, super simpel. Wenn sie jetzt quasi auf ihren gewohnten Knopf drücken, werden sie dann letztendlich unten in unsere kleine, aber nette Falle tappen und dann da unten festsitzen. Und da kommen sie, wie gesagt, aufgrund des Bedrocks und der ganzen anderen Gegebenheiten nicht mehr so schnell raus. Und ich glaube, das sollte uns genug Zeit verschaffen, dass wir sie dann letztendlich festsetzen können und dann spätestens dann ins Gefängnis überführen können. So, passt mal auf. Ich mache mir mal ganz kurz hier die Redstone-Fackeln, die wir brauchen. So, das packen wir direkt mal hier, Leute. Zack, zack. So, wenn wir jetzt nämlich jetzt hier aufmachen, passiert nämlich Folgendes. Passt mal auf, wenn ich jetzt die Fackeln wieder da hinsetze. So, seht ihr schon. Es wird auf jeden Fall alles ausgefahren. Das heißt, wir haben quasi diese Seite schon mal soweit secured. Hier kommt da natürlich dann nochmal was drüber, Leute. Den Knopf werden wir natürlich dann nochmal ein bisschen verschieben müssen. Das wird aber auch nicht großartig auffallen, weil, wie gesagt, Leute, wir reden hier von der Mafia. Das sind nicht die intelligentesten Gestalten. Das heißt, wenn sie jetzt quasi hier drauf drücken später, wird dann letztendlich der Knopf dafür sorgen, dass das Ganze dann wieder runterfällt und sie dann letztendlich auch unten landen, so wie es sich dann natürlich auch gehört. Wenn ich nämlich jetzt den Knopf drücke, sollte das hier hinten quasi alles auch leuchten. So, dann bauen wir einfach hier vorne zu, Leute. Das fällt ja auch keinem auf. So, passt mal auf. Ich weiß gar nicht, leuchtet das jetzt überhaupt schon? Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob hier das Redstone überhaupt aktiviert wird. Ganz kurz mal schauen. Nee, würde es nicht. Pass auf, dann gehe ich nämlich ganz kurz hin und setze den Knopf nämlich noch eins weiter in die Ecke rein. Zwar nach hier, Leute. Nach hier hin. So, wenn ich den nämlich jetzt hier hinsetze, dann sollte der spätestens da auf jeden Fall funktionieren. Passt mal auf, wenn ich nämlich jetzt hier hindrücke, Leute, sollte der Knopf von dort aus... Ja, das leuchtet auf jeden Fall. Ihr habt es gerade gesehen. Jetzt ist es super, super simpel, Leute. Ihr kennt die Konstruktion. Es ist echt nicht schwer. Ich zerstöre zwar gerade deren Schaltung hier, aber wenn wir mal ehrlich sind, meine Freunde, die werden sowieso nicht mehr allzu lange hier existieren als Mafia. Von daher kann ich mir das auf jeden Fall hier erlauben. Wir wissen ja alle, wie das hier enden wird bei denen. Und zwar nicht unbedingt zu ihren Gunsten. Wir packen jetzt hier nochmal zwei Repeater hin. So, zack, 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 zack. Und wenn die jetzt hier vorne drauf drücken, meine Freunde, gnadigen Gott, dann fallen sie nämlich runter. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier auch wieder alles richtig eingestellt ist. Passt mal auf, wartet mal. Wieso ist dieser Knopf denn dauerhaft aktiviert? Das wundert mich ein wenig. Ist hier noch irgendetwas drunter an Schaltung, was eventuell dafür sorgt? Weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass dieser Knopf von außen heraus immer aktiviert ist. Das macht ja gar keinen Sinn. Aha, hier ist nämlich noch Schaltung drunter. Deshalb, Leute, das muss man natürlich dann vorher alles entfernen. Ne, ist klar, passt mal auf, sonst... Ach nee, ist klar, es wird hier... Okay, okay, gut. Wieso ist das denn ständig aktiviert, dieses Ding? Das verstehe ich nicht. Ach, wegen diesen Redstone-Fackeln. Ah, okay, gut. Ja, da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen mitdenken, Leute. Das habe ich an dieser Stelle nicht getan. Wenn ich jetzt den Knopf hier hinsetze, dann müssen wir das Ganze einfach mal so machen. Dann geht die Leitung quasi hier so rum, so, 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 so. Und passiert dann quasi hier rüber. Und dann sollte es endlich funktionieren. Passt mal auf, wenn ich jetzt den Knopf hier vorne hinsetze, da, wo er eigentlich hingehört. Und zwar nach dort. Wartet mal ganz kurz, Leute. Dann können wir da nämlich hier Folgendes machen. Dann kann ich jetzt einfach... Nee, kann ich nicht. Ach, scheiße, Alter. Wisst ihr was, Leute? Ich probiere ganz kurz offscreen ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, wenn das Ganze fertig ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, ich habe es hinbekommen. Und zwar, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, passiert halt Folgendes. Das öffnet sich, das Ding öffnet sich auch. Das heißt, es fällt letztendlich gar nicht großartig auf. Jetzt verkabeln wir das Ganze ganz kurz noch auf der anderen Seite, sodass es auf jeden Fall da auch alles hinkommt. Und dann, meine Freunde, sind wir soweit quasi schon durch. Und unsere Fallenkonstruktion steht soweit. Und dann würden wir einfach mal ein wenig abwarten, meine Freunde. Denn ich weiß, wie gesagt, mit einer relativ großen Sicherheit, dass auf jeden Fall hier noch immer wieder Schergen rein, ein- und ausgehen, Leute. Quasi so tun, als wäre nichts gewesen. So tun, als hätten wir diese Basis nie gefunden. Und nun ja, Leute, ihr wisst beide, dass es nicht so ist. Wir wissen alle, Leute, dass die Mafia auf jeden Fall das zeitlich
sich hier bald segnen wird. Und dementsprechend mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, Leute, dass das hier so weit funktioniert. So, passt mal auf, jetzt verkabeln wir das hier noch ganz kurz, setzen hier ganz kurz noch einen Repeater hin und hier ganz kurz mal ein bisschen Platz schaffen. So, schaut mal her. So, zack, 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 zack. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung, Senor. Und dann, meine Freunde, wenn ich jetzt hier drauf drücke, schaut mal her, dann geht das hier alles schön auf. Ihr seht, Leute, die Fallenkonstruktion steht soweit. Das verstecken wir das Ganze auch wieder schön, dass es auf jeden Fall keiner mitbekommt. Es ist schade, dass die andere Tür jetzt nicht aufgeht, aber gut, so ist das dann halt an dieser Stelle. So schlimm ist das jetzt nicht, Leute, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hin und setzen den Knopf noch ein wenig anders, beziehungsweise, seht ihr was, ich würde sagen, das chisel ich einfach gleich zu, Leute, das ist mir zu aufwendig, da ist noch ein Weg herumzufinden. Dann mache ich einfach eine Chisel Stone Plate drauf und dann passt das Ganze soweit. Das heißt, wenn unsere wunderschönen Mafia-Kollegen jetzt quasi hingehen, Leute, und im besten Falle gar nicht erst merken, dass sich etwas verändert hat, dann werden sie Folgendes sehen, Leute. Sie drücken hier drauf und zack, landen dann da unten in meiner kleinen Grube. Und ich würde sagen, wir werden uns dann heute Abend um 19.30 Uhr den ersten Fang bereits abholen, Leute. Warten einfach mal ab, ob das funktioniert. Ich bin mir relativ sicher, Leute, denn ich weiß, dass immer noch, wie gesagt, viele Wertsachen in der Mafia-Basis versteckt sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, meine Freunde, es wird nicht großartig auffallen. Ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein, bis dahin. Ciao, ciao!